Eines Tages brachte Thomas die Rangierlokomotive seiner Waggons Annie und Clarabel in ihr Depot zurück, da die Arbeit für heute getan war. Er stellte sie in einem Schuppen ab, damit er sie morgen, wenn die Arbeit wieder losging, wiederholen konnte. Nachdem er abgekuppelt wurde, machte er sich auf den Weg zum Rangierbahnhof, um dort einige Güterwagen für die großen Lokomotiven zu rangieren. Schon bald erreichte er den Rangierbahnhof. Wütend stieß er gegen einen der Güterwagen. Immer muss ich für euch Schlepptenderloks die Waggons rangieren, nur weil ihr zu groß seid und das alles ganz alleine. »Naja, Salty rangiert ja auch Güterwagen«, sagte Edward. »Ja, aber am Hafen«, sagte Thomas, »hier bin ich ganz alleine.« Und er stieß gegen die Güterwagen. »Oje, oje«, dachte Edward, »vielleicht sollte ich dem dicken Kontrolleur davon erzählen.« Also machte sich Edward auf den Weg, um den dicken Kontrolleur zu suchen. »Chef! Chef!« »Sind Sie hier irgendwo, Chef?« »Chef!« Schon bald fand er den dicken Kontrolleur. »Chef! Chef!« »Chef, Thomas sagt, er braucht eine weitere Rangierlokomotive, die ihm beim Rangieren helfen muss, weil er das alleine nicht schafft.« »Okay, Edward, danke, dass du mir das erzählt hast. Ich werde mal sehen, was ich tun kann«, sagte der dicke Kontrolleur. Derweil schob Thomas die Güterwagen immer noch vor sich hin. »Immer diese Güterwagen. Ich habe ja nichts dagegen. Doch alles hat sein Maß und wird man mir helfen, dann hätte ich sogar Spaß. Hey, das reimt sich ja.« Eine falsch gestellte Weiche sorgte für Schwierigkeiten. Thomas sah sie nicht und brachte die Waggons versehentlich zum Entgleisen. »Schlacke und Asche, das war nicht in meiner Absicht gewesen«, rief Thomas aus. Bald schon kam der dicke Kontrolleur mit Edward, und er war etwas verärgert. »Thomas, Edward hat mir schon erzählt, dass du eine weitere Rangierlokomotive brauchst. Stell doch bitte nicht sowas an.« »Es tut mir leid, Chef«, sagte Thomas, »die Weiche war falsch gestellt.« »Ach so, aber wenn das so ist, dann will ich dir einfach mal glauben.« Schon bald wurden die Güterwagen wieder aufgegleist und Edward kuppelte sie an, um sie wegzuziehen. Währenddessen versprach der dicke Kontrolleur Thomas, so schnell wie möglich eine Rangierlokomotive anzuschaffen, und er fuhr gleich los. Währenddessen machte sich Thomas auf den Weg, zurück in seinen Schuppen zu fahren, da es ja schon ziemlich spät geworden ist. Herr Thomas wollte sich erstmal etwas ausruhen. Im Schuppen angekommen, schloss er dann erstmal die Augen und schlief ein. Jedoch in dieser Nacht fuhr etwas Unbekanntes über die Gleise. Es war klein und glänzte im Mondlicht. Als Thomas am nächsten Morgen aufwachte, machte er sich gleich auf den Weg zum Rangierbahnhof, weil er dort Güterwagen erstmal ordentlich machen sollte. Als er jedoch dort ankam, erwartete ihn eine Überraschung. Alle Güterwagen waren sortiert auf den Abstellgleisen. »Was ist hier passiert?«, fragte sich Thomas. Dann sah er, wie eine kleine Satteltank-Rangierlokomotive ein paar Kohlewagen zog.
Hallo, ich bin Ben. Ich bin eine Rangierlokomotive, genauso wie du, sagte die Lokomotive. Ich bin Thomas. Ich glaube, du wurdest geschickt, um mir zu helfen, sagte Thomas. Ja gut, dann lass uns doch gleich mal weitermachen, sagte Ben. Ben und Thomas wurden gute Freunde und arbeiten von nun an als Rangierlokomotiven zusammen. Hallo alle zusammen, ich bin Thomas, die Rangierlokomotive. Je nachdem, wie sehr euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja bewerten. Mein Besitzer zumindest würde das sehr freuen. Wenn ihr nun mehr Videos sehen wollt, klickt auf den roten Waggon. Dort gelangt ihr zur Playlist. Wenn ihr mehr Videos in der Zukunft sehen wollt, klickt auf den schwarzen Waggon, um zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen.